Also ich bin Jeroen Derkenne, ich bin hier Professor für deutsche und allgemeine Sprachwissenschaft und ich habe selbst, was habe ich studiert, Anglistik und Germanistik, zuerst in Brüssel, dann in Löwen und dann habe ich noch ein Jahr so Kultur- und Medienwissenschaften studiert, bevor ich dann angefangen habe, an einer Doktorarbeit zu arbeiten. Also ich glaube, es schadet natürlich nicht, also wenn man Grundkenntnisse hat, so nächstes Jahr einen Kurs anbieten werde für Anfänger. Also ich werde einen Kurs anbieten, Initiation à la langue allemande. Und das ist eigentlich also eine Art Wiederholungskurs, also für Leute, die schon Deutsch hatten in der Schule. Und aber auch für Leute, die noch, also für Studenten, die noch kein Deutsch hatten, sollte es eigentlich möglich sein, anhand von diesem Kurs dann Basiskenntnisse zu erwerben, die es ihnen dann ermöglichen, hier weiter Deutsch zu studieren. Ja, also in Bag 1 behandle ich also hauptsächlich die Morphologie des Deutschen, sozusagen so die deutsche Grammatik eigentlich, ne? Und zwar also behandeln wir die Morphologie des Substantivs, die Morphologie der Verben und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch einen Kurs Stilistik, also in dem ich den Studenten also ganz allgemein was erzähle über Kommunikation, was ist Kommunikation, was ist Sprache, ne? Also welche Varietäten gibt es im deutschen Sprachraum. Wir beschäftigen uns auch mit Homonyme, Synonyme, also eigentlich auch mit der Wortlehre. Da würde ich ganz allgemein sagen, dass die deutsche Sprache natürlich verbunden ist mit einer sehr reichen Kultur. Ein Teil ist natürlich der größeren germanischen Kultur. Es gibt also sehr viele bekannte und wichtige deutsche Philosophen zum Beispiel, ne? Und in anderen Bereichen der Kultur gibt es auch sehr viele bekannte Musiker und so weiter und so fort. Ich finde persönlich auch, also, dass Deutschland eine sehr interessante politische Geschichte hat. Und andererseits ist Deutschland auch also ein wichtiger Handelspartner Belgiens. Also ich glaube, dass die deutsche Sprache im wirtschaftlichen Bereich immer noch sehr wichtig ist. Und besonders also frankophone Leute, die über Deutschkenntnisse verfügen, haben, glaube ich, sehr große Chancen, später eine doch gute Stelle zu finden. Ich finde es, also muss ich ganz ehrlich sagen, also eine sehr angenehme Uni. Also ich bin gerne in Namur. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, also dass es hier im fünften Stock eine sehr gute Stimmung gibt, ne? Und dass die Uni auch, also sie ist nicht zu klein und auch nicht zu groß, ne? Also sie ist ziemlich übersichtlich und das Schöne ist also, dass das auch, dass wir kennen uns eigentlich alle, ne? Und man ist hier keine Nummer, ne? Also jede Person hat auch ein Gesicht sozusagen, ne? Also wir kennen unsere Studenten ziemlich gut. Es möglich ist also auch mit den Studenten draußen, also außerhalb von den Seminarräumen und so weiter zu reden und das gefällt mir eigentlich ganz gut.